Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu Destiny 2. Heute schauen wir uns mal die Strikes an. Ich bin selber gespannt drauf, wie das Ganze funktioniert. Wir sind auf der Karte, die man mit dem Pad aufmachen kann und können uns jetzt für Forward Strikes anmelden. Das geht, glaube ich, schon bevor man Level 20 ist. Neue Meilensteine hinzugefügt. Genau, ich soll nämlich 2 Strikes, jetzt sind es auf einmal 3 Strikes, keine Ahnung. Eben waren es noch 2. So, jetzt bin ich mal gespannt, welchen Strike wir bekommen. Ich glaube, es gibt 5 oder 6 an der Zahl. Die werdet ihr alle hier auf meinem Kanal sehen. Also schaltet die nächsten Tage auch noch ein. Dann wird wahrscheinlich jetzt eine Weile dauern, bis ich die ganzen Strikes mal zu fassen bekomme, weil das Ganze zufallsüberlassen ist, welchen Strike ich hier bekomme. Aber am Anfang ist die Chance relativ hoch, dass ich einen Strike bekomme, den ich noch nicht kenne und den ich euch noch nicht gezeigt habe. Nämlich 100%. Im Moment, weil dies der erste Strike ist, den wir spielen. Es sei denn, es ist der Strike aus der Beta. Dann kennen wir ihn schon. Ah, Strikes. Strikes haben mir immer am besten gefallen von Destiny, muss ich dazu sagen. Strikes und PvP, das waren meine beiden Lieblingsbeschäftigungen mit Level 20. Weil dieses ganze Gefarme war, das ganze Grinde war mir ein bisschen zu langweilig. Die Strikes waren im Prinzip auch ein Gegrinde so gesehen, aber die haben mir da noch am meisten Spaß gemacht. So, wir haben Savantus Lead. Neue Mission. Folge den verschwundenen Einsatztrupps. Operation Caliban ist online. Ihr seid wegen einer hochwichtigen Extrahierung hier. Mehrere Einsatztrupps sind verschwunden. Sie untersuchten ein schwer bewachtes Scharritual in der Arkologie. In den letzten Stunden hatten wir keinen Kontakt. Deshalb brauchen wir euch. Wie kann ich denn Sparrow rufen? Ah, okay, so. Brauche ich aber jetzt auch nicht mehr. Gott, ich hoffe, ich blamier mich nicht direkt. Dass ich hier irgendwie mit meinen Movement-Skills direkt mal durchfalle. Und der eine hat hier schon direkt eine richtig coole Waffe. Sieht zumindest cool aus, die er da hat. So, und diese Gegend hier, die kennen wir schon. Ist natürlich wieder Recycling hier vom Feinsten, so wie wir es von Destiny kennen. Wir sind wieder hier in der Forschungsstation. Ach, komm schon. Die Arkologie, genau so hieß diese Forschungsstation. Ach nee, komm, ey. Boah, der Revolver gefällt mir. Den kann man recht schnell schießen. Aber hier, die Kaltherz, die will ich natürlich auch noch ausprobieren. Ich hoffe, die taugt. Denn die haben wir zwischen den letzten Episoden freigeschaltet. Wir stehen gerade vor einer Tür voller Scharschlösser. 100 Pro. Öffnet es und passt auf. Scheint, als ob die Gefallenen auch ein Stück vom Kuchen haben wollen. Die Kaltherz ist eine Waffe, die man als Vorbesteller bekommt. Okay, das ist so ein Laserbeam, den ich auf die schieße. Ich dachte, das lädt sich gerade auf, aber das ist scheinbar voll Laser. Komisch, dass sie überhaupt einen Rückstoß hat, denn die zittert so komisch rum. Eigentlich dürfte es doch gar keinen Rückstoß geben, oder? Wenn ich so einen Lichtstrahl schieße, was hat Licht bitte für eine Masse? Null. Wie soll das einen Rückstoß haben? Naja gut, vielleicht kann die Waffe, diese Batterie, vielleicht fängt die irgendwie an zu vibrieren, keine Ahnung. Whatever. Fuck Science. Boah, voll Laser, Junge, voll Laser. Das ist ja wie bei Star Wars hier. Okay, das Ding ist irgendwie fast immun. Oh ne, das ist einfach mega gepanzert. Noch voll viel Lebensenergie, die Dinger hier. Kaltherz. Guck mal, die ist richtig kalt, die Waffe. Optisch gefällt's mir. Ups. Kommt ihr denn her? Relativ wenig Munition habe ich nur für die Pistole. Komm, machen wir erstmal die Hexen. Die Hexen sind gefährlich.
Ich weiß nicht, ob es so eine schlaue Wahl ist, mit dem Schwert rumzulaufen. Schwert Action! Okay. Ich durchwühle gerade die Vorhutarchive nach Scharritualen. Die meisten Treffer bekomme ich über Todesexperimente. Keine Ahnung, was euch da erwartet, Caliban, aber Augen auf. Ich will euch alle lebendig sehen, wenn das hier vorbei ist. Ich glaube, ja, das Mindeste Sorge. Sollte sein, dass wir am Leben bleiben. Sloan? Bist du da? Nein, bin ich sowieso unsterblich? Nein, bitte! Du hast mir bereits meinen Geist genommen! Hört ihr mich? Caliban? Caliban, seid ihr da? So, die Antwort. Das muss einer der vermissten Hüter sein. Gehe seiner Übertragung jetzt nach. Bam! Bam! Eigentlich ganz nice, so ein Schwert. Hat der die Munition jetzt aufgehoben? Ich finde es irgendwie ein bisschen merkwürdig, dass ein Schwert Munition braucht, aber naja, es wird wohl irgendwelche Balancing. Verstehe ich nicht. Der Hüter sollte direkt Gründe sein. Haben. Because reasons. Auf jeden Fall haut es mal richtig gut rein, das Schwert. Leck mir ja am Arsch, ey. Oh je je. Was ist das immun? Da ist ein Schild drum. Kann ich das kaputt machen? Nein, kann ich nicht. Ach so, das wird von da unten. Autschi. Kann man das kaputt machen? Nein, kann man nicht. Kommt nur her. Ich zerfetze euch mit meinem Schwert. Aha! An alle Kanäle. Hier spricht ein Search and Rescue Team. Hört uns jemand? Irgendwer? Okay, das Ding ist scheinbar aus. Ich weiß nicht genau, was jetzt hier gerade passiert ist. Meine Teamkollegen haben wohl irgendwas gemacht oder wir mussten das einfach nur aussitzen. Die Gruppensuche funktioniert wie immer sehr gut. Wie gesagt, wenige Sekunden nur hat es gedauert, da hatte ich hier schon meinen Strike gefunden. Das fand ich immer sehr angenehm an Destiny 1 auch schon. Tief in der Arkologie verläuft ein Netzwerk aus Magie, das von Leerelicht angetrieben wird. Sie benutzen Leerelicht, um da unten etwas zu beschwören. Hallo, ist da jemand? Na, das klingt doch nicht so gut, wenn hier irgendwas beschwört wird. Commander Zavala, kannst du mich hören? Ja, wir können dich hören. Dem Reisenden sei voll Laser. Kann dich kaum verstehen. Begebe mich in eine bessere Position. Sie treiben das Beschwörungsritual an. Ach, man muss hier die Dinger kaputt machen, oder was? Ah, verstehe. Und dann geht hier die Barriere auf. Ah, da ist noch einer. Ich verstehe immer noch nicht, wie die Schar so viel leere Licht sammeln konnte. Hier sieht es wieder ganz anders aus in der Forschungseinrichtung. Boah, Laser. Die Waffe ist geil, Kaltherz. Zumindest optisch. Ich finde halt geil, dass es einfach so ein fetter Strahl ist, den das Ding verschießt. Das ist was ganz Neues. Boah, warte mal, der kriegt voll Nahkampf von mir in die Fresse, Junge. Boah, stirb! Ich finde geil, dass der Nahkampf auch richtig geil ist, also richtig abgeht. Dass man auch überlebt. Ego 3 hier, unbekannter Einsatztrupp. Hört ihr mich? Wir hören. Zumindest bei den normalen Strikes noch. Nein, Dämmerung kann man wahrscheinlich nicht mehr. What? Mit Dämmerung kann man wahrscheinlich nicht mehr einfach reinlaufen und so eine Action machen. Ach, da ist noch einer. Hier sind aber noch mehr. Da ist noch einer. Aua. Was ist das? Hilfe! Ich werde irgendwie angesaugt davon. What the fuck? Ich bin noch gar nicht reingelaufen. Guck mal, er. Eine Bärenfalle 2.0. Komm schon, ich mach dich hier beim Laser fertig.
Wo ist der Typ hin? Da. Stirb! Ist doch geil, dass das Magazin einfach voll groß ist. Überschaden macht die Knarre jetzt nicht, aber naja, das ist so ganz lustig. Loot! Blauer Loot, mein erstes Level 20, blaues Item wahrscheinlich. Obwohl, ich weiß nicht, ob ihr Level 20 droppt. Beim normalen Strike. Da ist noch einer neben mir gewesen, da ist er. Stirb! Der Revolver gefällt mir auf jeden Fall deutlich besser als der letzte, den wir hatten. Weil er einfach schneller schießt. Und trotzdem relativ guten Schaden macht. Nein! Falle! Hilfe! Hilfe! So, wir müssen wieder Kristalle zerschießen, so wie es aussieht. Hier läuft gerade ein richtig übles Beschwörungsritual. Der größte Kreischer, den ich je gesehen habe. Merk dir meine Worte. Was richtig Mieses und Altes wird das Ding benutzen, um sich diesen Planeten anzusehen. Stirb! Wo ist mein Team denn? Komisch, dass ich auf einmal derjenige bin, der hier vorläuft. Am Anfang sah es so aus, als würden die sich gut auskennen. Ja, als hätten die den Strike schon gespielt. Haben die bestimmt auch. So, ich muss wieder Kristalle zerschießen. Ich kann nicht fassen, dass ich zu zaghaft war, sie zu zerstören. Unterbricht das Beschwörungsritual. Hexe Nummer 1. Hexe Nummer 2. Nein. Fuck it. Schwert-Action. Stirb. Stirb. Boah, krass, ey. So ein Ritter ist einfach mal ein Two-Hit. Mit dem Schwert. Na okay, das verbraucht auch 3 Munition. Ich one-hit einfach alles. Nice! Okay, ich muss schon auch zielen. Hey! Laser! Trifft Teko 3. Ist es der Bruder von Cake? Diese Magie nicht besonders stabil. Ja, sie versuchen sich an Mächten, die sie nicht verstehen. Laser. Teko, wir kommen zu dir. Nein, kommt ja nicht hier runter. Seine Frau. Der Laser ist auf jeden Fall, macht Spaß hier. Zu viel auf der Sonnenbank gewesen, was? Nee, ich verpasst hier eine Gesichtsbehandlung. Teko, hör zu. Wir können mit wieder ein bisschen Munition. Das Ritual stören. Wir können dem ein Ende setzen. Ja, gute Idee, aber hier gibt es keine energiegeladenen Kristalle. Läuft der auch richtig? Der Questmarker zeigt irgendwie nach hinten. Zurück. Wir müssen hier nicht lang, glaube ich. Leute, wir sind falsch, glaube ich. Hier kommen auch keine Gegner mehr. Naja. Lauf einfach mal den Leuten nach. Siehst du, jetzt hat er es auch gerafft.
Wir hätten da nämlich noch irgendwas machen müssen. Ich glaube, wir mussten da noch irgendwas aktivieren. Und zwar in dem einen Raum, wo diese komische Klammer auf dem Boden war. Hier jetzt, gleich. Nee. Wahrscheinlich müssen wir, sind wir an diesem Teko vorbeigelaufen. So, wo waren das? Hier? Genau, hier der Raum. Hier ist nämlich diese große Klammer. Und hier müssen wir... Von da sind wir aber doch gekommen. Von geradeaus. Wir müssen nach links, genau. Hä? Griff Teko. Müssen wir da runter? Ah. Okay, die kennen sich doch nicht aus. Du hast recht, es gibt einen Weg aus diesem Schlamassel. Was für ein? Spüre das praxianische Feuer. Oh Gott, Schar. Mission. Oh, Black Tiger Energiewaffe, nice. Schar sind auf jeden Fall, finde ich, immer Abstand die gruseligsten Gegner. Jetzt reicht's. So, das sieht doch nach... Oh nein, ich hasse die Viecher. Dein Opfer war nicht vergebens. Oh ja. Okay, das Ding fängt bestimmt gleich an zu schießen. Ich suche schon mal Deckung. Idiot steht einfach da unten im Feuer. Wieso? Das teleportiert sich. Hilfe. Das ist immer noch im Menü, das ist doch offen. Was offen ist, muss man es doch eigentlich angreifen können. Bewegt sich sogar. Vielleicht mal meinen Super zünden. Komm schon. Super Action! Stirb! Und jetzt schnell weg. Ganz schön viele Schar. Naja, gut, wir sind ja auch zu dritt. Gib mir Munition. Nicht mehr viel Munition für meine Primärwaffe. Laser! Okay, so brauche ich noch ein Jahr, um das Ding zu killen, glaube ich. Alter, oh, es schießt doch nicht. Aber wow. Okay, auf die Entfernung mache ich nicht viel Schaden mit der Knarre. Mit der aber auch nicht. Zum Frieden! Nein, falsche Waffe! Putze!
Okay, die Waffe ist leer. Dass da wieder ein paar Schar kommen. Ah, der hat doch gleich Munition fallen lassen. Habe ich noch gesehen. Wo ist der? Ist der Typ? Das ist nicht Shrek. Noch ein Ogre. Boah. Jetzt haben wir nicht lange gezeigt. Boah, Alter. Alter Vater. Okay, da war ich zu nah dran. Man darf wohl nicht so nah da dran gehen, dann rastet das richtig aus. Oh, Loot. Loot. Boah, crazy. Es ist Zeit. Es wird langsam wirklich Zeit. Jetzt kommen sogar Hexen noch dazu. Oh, wo ist er? Das ist immer das A und O, die Leute wiederbeleben, ist das Wichtigste. Muss ich da hin oder was? Irgendwie sieht es zum Schweigen, okay. Und jetzt? Fuck it! Wow, 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 wow! Alter! Kann ich das Ding irgendwie droppen? Für einen Moment? Man sollte erstmal, glaube ich, die Hexen besiegen, bevor man da... da hochgeht. Komm ich denn da hin? Und ich mit meinem Movement natürlich. Und rein damit! Touchdown! Okay, es ist trotzdem noch nicht tot. Ich dachte, das würde jetzt sterben. Und Super ist ready. Und... oh nein, ist nicht dein Ernst. Jetzt bin ich da runtergefallen. Ich dachte, ich würde da so easy rüberschweben, wisst ihr? Scheiß die Wand an, ey. Wenn das jetzt die Niederlage gewesen wäre für uns, das wäre echt ärgerlich gewesen. Jetzt wollen meine Teammates das aber nochmal wissen. Sterben hier einer nach dem anderen. So, es ist fast down. Ja, Sieg. Ich glaube, das war der erste Strike. War bestimmt der Endgegner. Gib mir Loot! Ja, Loot! Nun, wir haben es geschafft. Ich ja, gib es mir. Wow. Gegeben, jede Menge Token, eine Waffe und Panzerhandschuhe. Ha! So lobe ich mir das. Oh, den Loot will ich natürlich auch direkt inspizieren. Wir haben hier diese Waffe bekommen, Level 18, okay. Nicht deutlich besser als meine Handfeuerwaffe. Ich kann die anderen mal zerstören dann. Die auch. Die werde ich auch nicht mehr benutzen. Was habe ich noch bekommen? Ich habe das noch bekommen eben. Also Level 18 sind die Gegenstände, die man hier im normalen Strike bekommt. Das wissen wir jetzt schon. Das ist auch minimal besser, von der Verteidigung her zumindest. Besserte Erholung, beides. Und ich habe irgendwie ein Level-Up gehabt von diesem goldenen Balken unten. Da weiß ich nicht genau, was das jetzt bedeutet. Hast du das mitbekommen, Yusei? Weiß nicht, was das...
Oh, ich bin direkt für den nächsten Strike angemeldet. Liebe Leute, das soll es gewesen sein für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Silent. Shot.